Wir befinden uns mitten im größten Artensterben seit der Dinosaurierzeit. Ein Viertel aller Säugetierarten und ein Achtel aller Vogelarten ist vom Aussterben bedroht. Der größte Treiber für das Artensterben ist die Erderhitzung und die können wir nur stoppen, wenn wir möglichst schnell alle fossilen Energieträger durch erneuerbare Energien wie Solar- und Windenergie ersetzen. Darum ist jede Windkraftanlage auch ein wichtiger Beitrag für den Artenschutz. Aber natürlich können Windräder auch einzelne Tiere bedrohen. In Zusammenarbeit mit Naturschutzverbänden und durch moderne technische und planerische Maßnahmen lässt sich aber das Risiko für Tiere deutlich minimieren. Und dann ist auch jede Windkraftanlage im Wald ein Gewinn für den Artenschutz, wie das folgende Beispiel zeigt. Ja, wir befinden uns hier in der Nähe der beiden Ortschaften Dornhahn und Sulz am Neckar, auf deren Gemarkungsgrenzen quasi ein interkommunales Windprojekt stattfinden soll. Den besten Ort für einen Windpark findet man an den Stellen, wo natürlich am meisten Wind ist. Es gibt da verschiedene Szenarien, wie so ein Windenergieprojekt auch initiiert werden kann. Die eine Möglichkeit ist, dass Kommunen Flächen zur Verfügung stellen und aktiv auf Projektierer zugehen, damit diese diese Flächen auch entwickeln. Eine andere Möglichkeit sind auch Ausschreibungen, wie sie auch Forst BW jetzt in diesem Fall, also der Landesforst, durchgeführt hat, worauf sich dann die verschiedenen Projektierer auch bewerben. In diesem Fall haben wir dann den Zuschlag bekommen. Wir machen hier eine Informationsveranstaltung für lokale Naturschützer. Da es sich im Wald befindet, ist das Thema Naturschutz da natürlich besonders interessant. Beim Ausbau von Windenergie muss man quasi auch die Naturverträglichkeit der Vorhaben beachten. Und das läuft durch Kommunikation, indem man auch die Flächen anschaut, indem man quasi in Kontakt tritt, auch mit uns Naturschutzverbänden. Und das Ziel ist es quasi, Kompromisse zu suchen, wenn es zu Konflikten kommt, diese zu entschärfen oder zu lösen. Die Naturschutzinitiativen haben ja auch ein Interesse, dass die Energiewende weitergeht und Klimaschutz betrieben wird. Zunächst mal, wenn wir die Windenergieanlage im Wald errichten und naturverträglich errichten wollen, möglichst waldschonend, achten wir darauf, dass wir die bestehende Infrastruktur nutzen. Dann geht es natürlich auch darum, dass man möglichst versucht, in Fichtenreihenbestände auch reinzuplanen, also wirklich in Wirtschaftswälder reinzuplanen. Ich glaube, das A und O besteht darin, die richtigen Standorte zu erkennen. Das kann man nur durch Kartierungen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man als Projektierer machen kann, eben die sensiblen Gebiete freizuhalten und in Gebiete zu gehen, die nicht so sensibel sind. Als Beispiel kann man gewisse Ausgleichsflächen schaffen, dass man die betroffenen Arten weglockt von der Fläche. Bei der Fledermaus kann man als Beispiel dafür sorgen, dass man Nistkästen aufhängt oder auch durch Abschaltzeiten zum Zeiten hohen Flugbetriebes eben die Anlage nicht laufen lässt. Aktuell sagt man ja noch, man braucht 7 Jahre, um ein Windrad zu errichten. Die Politik setzt da auch gerade wirklich alles in Bewegung, um dort Regelungen zu finden, wie wir die Prozesse vereinfachen können. Und tatsächlich ist auch ein Punkt, der da angefasst wird, der Artenschutz. Wir begrüßen das sehr, da es in der Vergangenheit meiner Meinung nach oft vorgekommen ist, dass Untersuchungen doppelt und dreifach durchgeführt wurden. Also es führt kein Weg daran vorbei, an der Energiewende. Und wir brauchen in Baden-Württemberg, gerade als sehr waldreiches Bundesland, auch die Anlagen im Wald. So eine revolutionäre Sache wie die Energiewende hat, denke ich, in den letzten 100 Jahren für uns in unserer Gesellschaft nicht stattgefunden. Eine positive Veränderung für uns alle. Windenergie, CO2-neutral und zukunftsfähig. Deutschland gewinnt.